Sie ist die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt. Im Sattel des 15-jährigen Hannoveraners Don Johnson FRH, ein Sohn des Don Frederikos, einer Vakantmutter aus Deutschland, from Germany, Isabel Wert.
Don Johnson FRH und Isabel Wehr, Deutschland, Germany. Ja, liebe Isabel, wir haben gerade von der Chefrichterin Katharina Wüst gehört, wenn Emotionen erzeugt werden und das Publikum mitgeht, dann ist es eine gute Kür gewesen. Das waren Emotionen. Bist du auch zufrieden? Ja, ich bin auch zufrieden und ich freue mich, dass wir heute Abend ohne Regen im Sonnenschein hier so einen schönen Abend verleben. Und Johnny hat bis auf eine ganz kleine Kleinigkeit sich sehr am Riemen gerissen. Der war nämlich ziemlich lustig am Abreiteplatz und deshalb war ich so auf einiges gefasst, aber das hat noch gut geklappt und ich bin sehr zufrieden. Das ist ja hier eine Art Wohnzimmer von dir. Du kommst immer hierher, bereicherst diesen Abend mit einer fantastischen Kür. Wie fühlt sich das an? Ist das so ein bisschen auch nach, für dich nach Hause kommen, auch ohne Regen? Ja, auch ohne Regen. Also wie sagt immer, Herbert Rehmann hat immer gesagt, bei Sonnenschein kann jedes Arschloch reiten. Also von der Warte Was? Her... Was hat er gesagt? Von der Warte her war das immer sehr passend, auch im Regen. Also es ist einfach ein wunderbarer Abend und ich denke, die Tatsache, dass hier die Menschen wirklich auch in Dreier- und Viererreihen stehen, zeigt, dass wir auch Dressurabend zelebrieren können. Es macht unglaublich Spaß, hierher zu kommen und ich hoffe, auch wenn wir heute ein bisschen dezimiertes Starterfeld sind, können wir Ihnen eine schöne Show zeigen und ich freue mich, dass Sie trotzdem alle so toll gekommen sind und uns hier unterstützen. Vielen Dank. Und eine Frage habe ich ja noch. Weil wir haben auch eben viel über das Entwerfen einer Kür gesprochen. Was ist denn so eine Halbwertszeit von einer Kür? Wie lange kann man die machen? Hat man die selber dann irgendwann über? Man kann sie dann beim Training nicht mehr hören? Oder ja, es gibt Musiken, die kann man nur über eine gewisse Zeit hören, weil dann ist es irgendwann, kann man es manchmal selber das Bum-Bum nicht mehr hören. Aber es gibt Musiken wie diese Kür liebe ich, die Musik ist einfach zeitlos, Elgar und Pomp and Circumstances, Bohemian Rhapsody, das ist etwas, das hört man immer wieder gerne zu jeder Zeit. Ich habe sie jetzt mit mehreren Pferden geritten und alle Pferde lieben sie, Johnny hatte vorher mal eine andere, da war ein bisschen mehr von der Rolle und bei dieser Musik ist er in der Regel auch wirklich voll bei der Sache und ich glaube, Johnny, oder? Ja klar. Und von der Sache, er findet das auch gut hier. Und von der Sache her muss man schon Musiken auswählen, die erstens das Publikum ansprechen, aber die auch Reiter und Pferd gut finden. Ich glaube, er hat uns deutlich gesagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr.
Ja, er will gerne mal einen Zucker haben, aber du hast ja nichts. Ich habe nichts, nee. Fürs nächste Mal. Schlecht vorbereitet. Jahr. Dankeschön. Isabel Wert. Und wir nehmen Sie beim Wort, dass Sie im nächsten Jahr wiederkommen. Isabel Wert. Und wir haben das vorläufige Ergebnis für Don Johnson FH und Isabel Wert. Bei E sind es insgesamt 82,125%. Bei H 81,25. Bei C 81,75. Bei M 83,625. Bei B 81,375. Insgesamt 82,025%. Und Sie, unsere Zuschauer, haben gesagt, wir fanden das noch besser. Ihr Ergebnis beim Spectator Judging 83,237% für Isabel Wert und Don Johnson FRH. Und diese zwei, die wir jetzt im Henkel-Trockenpreis sehen, waren im letzten Jahr beim CHIO in Aachen in der Vier-Sterne-Tour.